Oh. Oh, 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 oh. Alter, den haben wir jetzt einfach zusammengeprügelt. Alter, wie viele Kills haben wir denn jetzt noch? Und hallo, Freunde. Und hier sind wir wieder seit langem zu einem Video. Und zwar zu Minecraft, Molecraft. Und in diesem Video werde ich jetzt nicht darüber reden, warum jetzt kein Video kam. Und ich glaube, wir haben Nachbarn. Will ich jetzt hier nicht drüber reden, warum jetzt kein Video kam, sondern das mache ich lieber im nächsten Video. Weil ich versuche heute zwei zu machen und halt eben da, ja, das zweite Video soll ein masterbuildes Video sein, denn nämlich das finde ich etwas entspannter halt eben, sich hier gegen den Sound der Blöcke anzureden und dann noch sich gleichzeitig zu konzentrieren, wo könnte der Gegner denn herkommen? Und dann im Endeffekt, ja, was soll ich genau sagen? Ein Schwert im Rücken stecken haben. Also mache ich das dann mal lieber bei Master Builders. Oha, ich habe hier was gehört. Das war ganz nah dran. So, ich habe hier eine schöne Hose. Oh, okay, da haben wir's. Ich werde gerade nicht brauche. Ich hoffe, ich baue mich jetzt nicht in den Gang von diejenige Person. Und ich hoffe, der baut sich auch nicht zu mir rein. Aber es mag wohl sein, dass ich mich vielleicht zu ihm baue. Ich habe da gerade sich was bewegen. Wir sehen wahrscheinlich einen Namen. Ja, der ist hier, glaube ich, irgendwo. Wenn er jetzt nicht zum Angriff kommt, dann weiß ich auch nicht. Ja, und wie gesagt, das, ich rede darüber im nächsten Video, doch jetzt halt eben. Ich auch mal etwas PvP bringen, denn ich will mal schauen, wie eingerostet ich wirklich bin. Ich hatte zwar schon Einführungsrunden, davon hatte ich kaum welche. Ist gerade auf meinem Gang, Alter. Oha. Hier ist er. Oha, ich habe ihn sogar relativ gut. Und Kistenrefill. Also ich laufe nochmal ganz schnell zu deinen Kiste hier. Ja, das hat sich wirklich gelohnt. Ich habe Brustpanzer. Ich glaube Level Bottles. Oh. Jetzt baue ich hier erstmal lieber zu. Bin hier in meiner Kammer. Und rüste mich erstmal aus. So, okay, gut. Habe ich jetzt hinbekommen. Und es läuft eigentlich gerade relativ gut. So, haben die das immer noch? Ja, das kann man, glaube ich, nicht rausbringen. Ich habe euch schon den Trick gezeigt. Man springt einfach und dann, ja, baut man weiter ab. Und, ja, okay, gut. Wie sieht es jetzt momentan aus mit der Ausrüstung? Nur relativ gut. Das mache ich dann mal lieber so. Hier habe ich den Heiltrank. Ja, ganz genau. Ich springe jetzt auch gleich mal was. Das mache ich lieber, wenn ich ganz unten bin. Ich habe das Gefühl, dort werde ich noch an Leute antreffen. Und zwar an relativ vielen. Oder auch relativ viele. Wäre die richtige Wahl. Ist okay. So, die richtige Wortwahl. Und da geht was hoch. Ja, ein typisches Molecraft-Bild. Okay, und ich bin wieder sichtbar. Das kann auch nicht wahr sein. Süß oder saures ist weg. Und ich tue schon mal die Lederrüstung hier rein. Dann habe ich schon wieder Platz im Inventar. Habe ich hier jemanden gesehen oder war das von mir eine Einbildung? Okay, gut. Weiß auch nicht weiter. Ja, also auf jeden Fall heute. Habe ich auch eigentlich gesagt, sollte auch das, also die zweite Staffel von Scrapland Survival kommen. Wie gesagt, auch anders heißt. Doch da habe ich mir auch was überlegt. Oh, da habe ich. Oh. Oh, 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 oh.
Regeneration und Lauf, 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 Lauf. Nein! Och, verdammt! Das kann doch nicht wahr sein! Mann, ey! Das war einfach nur schlechtes Timing. Ich wusste, das war eine Falle, doch ich wusste nicht, dass er so stark war. Mann, ey! Der war einfach full Iron. Okay, gut, dann sehen wir uns jetzt nochmal zu einer nächsten Runde wieder. Also dann, bis gleich. Und ja, hier sind wir jetzt zur zweiten Runde Molecraft. Und dann hoffe ich, die wird etwas erfolgreicher ablaufen. Es sind auch, glaube ich, weniger Spieler drin. Ich glaube, bei der vorherigen Runde waren 12 drin, aber sicher bin ich mir nicht. Und bei der jetzigen sind, glaube ich, nur noch, sind 10 drin. Und ich habe damit angefangen, halt eben zu sagen, es sollte heute eigentlich die zweite Staffel von Scrapper and Survival starten, außer immer weitergeführt werden. Doch, halt eben, wir haben da etwas umgeplant und dazu wollen wir erstens mehr Zeit, weil ich das mit jemandem zusammen mache. Und zweitens auch, werde ich halt eben auch den Grund nennen in dem nächsten Video, warum es jetzt halt eben nicht klappt, das überhaupt, erstmal jetzt in dieser Zeit umzusetzen. Aber es wird noch kommen. Ich habe es auch vorzubringen, weil es hat mir sehr Spaß gemacht zu schneiden und auch sehr Spaß gemacht, es zu bearbeiten. Ich hoffe euch auch beim Zusehen, denn nämlich ich mag solche Art von Filme, also von so Kurzfilmen. Dann habe ich lieber einen kürzeren Film, aber dafür einen schöneren Film. Bei mir waren es auch teilweise immer 20 Minuten oder 15 Minuten, was auch so ein Schnitt von mir im Kanal ist. So, und ich habe das Gefühl, ich habe Angst, dass hier gleich jemand kommt. Dann mache ich erst das mal hier zu. Gibt's nichts zu sehen. Und ein Eisenschwert. Perfekt. Und jetzt einfach erstmal volle Kettenrüstung. Ein Eisenschwert. Alter. Ja, da sieht er das Eisenschwert. Da hat er sich, glaube ich, jetzt weggebaut. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, das jagt schon mal Angst ein. Ich lasse ihn jetzt erstmal, dann nehme ich... bin hier gerade auch gefangen. Perfekt. Getötet. Slash... wird, um die Sachen aufzunehmen. Oha, hier ist jemand. Alter, den haben wir jetzt aber zusammen geprügelt. Oh nein, es ist hier einfach mal so ein unsichtbarer Block. Hoffentlich kann mich drum rumbauen. Perfekt. Party, hey. Wo ist der Kuchen? Ich habe das Gefühl, hier kommt noch einer. Denn wir sind relativ... Ja, da kommt noch einer. Alter, wie viele Kills haben wir denn jetzt noch? Boah. Und das alles noch mit einem buggenden Block. So, ich brauche jetzt nämlich das. Alter, wie viele habe ich denn jetzt gerade getötet? 4 Kills! 4 Kills, Leute! Okay, aber ich brauche jetzt erstmal nochmal die Blöcke. Gib mir die Blöcke. So, perfekt. Jetzt erstmal die Backblöcke loszuwerden. So, jetzt kann ich mich hier auch endlich mal frei bewegen. Rüstungsaufwertung. Ah, nur die Eisenschuhe. Aber trotzdem, besser als nix. Alter, ey. Schon wieder hier so ein Backblock. Alter, wie viele waren denn hier? So, dann heißt es jetzt, was werde ich los? So, Fackeln kann ich loswerden. Die Kettensachen nehme ich doch noch lieber mit. Das hier auch. Die Schuhe kann ich loswerden. Es kommt halt eben auch drauf an, was die anderen Gegner haben. Und was ich hier noch so alles zusammenkratzen kann. Dem, wo sich der andere befindet. Ein Block über mir, aber ich versuche noch was. Schärfe und Haltbarkeit, perfekt. Ich würde gerne noch die Rüstung aufwerten, doch... Es
kommt auch drauf an, was meine Gegner haben. So. Werde ich jetzt erstmal hier wieder sozusagen noch ein paar Sachen los. Das alles einzeln. So, jetzt die Brustplatte, das heikelste Thema. Und jetzt ist es am besten, sich doch lieber nicht zu bewegen. Weil... jetzt gleich die... verdammt, jetzt fehlt mir auch wieder... oh, hoffentlich kriege ich noch ein Level. Ja, perfekt. Müsste ich jetzt auch die Hose schaffen. Ein Schuss sicher, aber besser als nix. Und... nein, er hat mit 1,5 Herzen gewonnen. Das war das Finale. Och, Mann, ey. GG. Verdammt, er hat den ersten Schlag gelandet und da war es schon. Oder der hat zwei auf einmal gelandet. Mann, ey. Aber trotzdem, ich bin relativ zufrieden mit dem Ergebnis, weil Leute, 4 Kills von 10 Leuten, hätte ich den noch getötet, dann hätte ich die Hälfte der Runde einfach auseinandergenommen. Alter. Und wie lange habe ich Minecraft nicht gezockt? Bei euch steht wahrscheinlich eine Woche auf dem Kanal. Für mich war das, glaube ich, gerade ein ganzer Monat. So, okay, gut, dann sage ich jetzt mal, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und teilt euren Freunden mit. Und ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr mich abonniert. Dann sage ich bye mit Ei.